Da bin ich mit meinem Helm, ne? Kylo Ren Helm hier. Ich habe mich jetzt nicht richtig auf. Hier ist der Kylo Ren Helm hier innen drin gut gepolstert. Und wenn man den Kylo Ren Helm jetzt hergeht und hier die 3D-Brille einarbeitet, ne? Man arbeitet hier die 3D-Brille ein, dann kann man also im Kino dann den Helm aufsetzen, ganz gemütlich dann den zurücklehnen und sich den Film anschauen. Ja? Also ganz gemütlich zurücklehnen und den Film anschauen. Es ist genügend Platz in diesem Helm. Ist natürlich bei Amazon zu haben, ist klar, 49,95. Reicht also vollkommen aus. Ist wie gesagt gepolstert und der ist sehr leicht. Es macht richtig Spaß, wie gesagt, damit im Kino zu sein. Wie gesagt, die 3D-Brille ist richtig viel Platz. Und dann sitzt man da und schaut sich den Film an. Also das ist mal so eine Idee, die ich euch da so auf den Weg bringe, im Rahmen des Wortes Cosplay. Ne? Das ist jetzt kein Luxushelm, das ist aber ein guter Helm, der mit Einschlüsse grüßig gut genutzt werden kann. Warte. Ich begrüße euch. Ich begrüße euch. Bereit zum Einsatz. Euer Captain. Ziehen wir los. Rex im Einsatz. Kämpfen wir in der Luft weiter. So, Spielzeug. Star Wars. Star Wars Spielzeug und die Kinder kommen rein. Onkel, bist du Fan von Star Wars? Nee, ich bin kein Fan von Star Wars. Ich nahm an, ich könnte es dir verkaufen. Aber Herr Amazon verdient innerhalb von 15 Sekunden 157 Euro. Hä? Herr Amazon, der Chef von Amazon, ja, verdient 157 Euro alle 15 Sekunden. Genau. Und unser Eins ist in Warteposition, euer Captain Rex. So, euer Captain Rex, wenn er Glück hat, verdient dann 5 Cent alle 15 Sekunden, wenn man das mal durchrechnet. An sich leben wir, um zu leben. Und keiner lebt, um zu arbeiten. Und keiner geht arbeiten, um leben zu wollen. Alle so Phrasen, die durch den Gegend, die Jedis, die Imperialisten in 5 Monaten, Episode 8, dann weitere 6 Monate, Han Solo und unsere Videoclips. Ja, Star Wars im Sommerloch. Man hört nicht viel, man sieht nicht viel, ziemlich ruhig. Man hat ein paar Setbilder gesehen. Ich habe jetzt auch verzichtet auf die Green Screen Wand hier. Ja, heute mache ich mal so ein Sommerloch-Video. Kurz, mal sehen wie kurz, aber verdammt kurz. Und verabschiede mich als Stormtrooper Captain Rex, um ja, in den Sommer zu fliegen. Der Sommer ist kaputt, kommt Wasser raus. Ja, leider. Ne? Und hin und wieder ist es auch warm, dann haben die Dicken zu leiden. Ist halt so. Ich finde es also lustig, wenn die Leute meine drei Figuren sehen. Einmal ein Ritter von Ren, dann den Revan und dann natürlich Kylo Ren. Ich wollte euch an sich die sogenannte Kylo Ren Maske vorstellen. Hatte ich gesagt, werde ich auch irgendwann machen, im Moment noch nicht. Wie gesagt, die Kylo Ren Maske, die ich gefunden, eingearbeitet mit 3D-Brille. So kann man ganz normal schauen. Wer dann einen so sieht, meint, da ist irgendwie so ein Gitter drin oder so. Und wenn man damit dann ins Kino geht, kann man dann wunderbar in 3D sehen. Gut, das geht natürlich nicht in allen Kinos, weil nicht alle Kinos dieselbe Cinematic haben in 3D. Aber in den Cinemax-Kinos geht es wunderbar. Also wie gesagt, die Gläser in die Maske einarbeiten und dann kann man damit ins Kino gehen. Jo, die ist sehr bequem an sich, diese Maske. Kostet auch nicht viel mittlerweile bei Amazon. 49,95. Wenn man Prime ist, kommt nichts dazu. Die anderen kaufen halt noch ein Buch dabei, dann haben sie Porto gespart. Ja, jedenfalls, Amazon verdient 157 Euro alle 15 Sekunden. Ja, und unser Eins ist froh, wenn er dann hier so ein Teil mal verkauft. Reif zum Einsatz. Ne? Boah, reif zum Einsatz. Lass uns fliegen, ne? Ja, ist klar. Ja, ist nicht schlecht mit 65 Phrasen. So ein Stormtrooper hier. Aber der hier ist ja mehr Spielzeug und
Wie gesagt, die Kinder mögen ihn, wenn sie reinkommen, sofort klick-klack, ja, drücken sofort. Ich würde sagen, er geht wieder in seine Warteposition. Er geht wieder in seine Warteposition. Also beklagen kann man nicht, er ist ziemlich beweglich, hier der Kopf. Also man kann damit schön spielen. Also Kinder können damit schön spielen. Ja, euer Star Wars Fan bin ich nun mal nicht. Bin euer Star Wars Fachverkauf. 30 Jahre dabei gewesen. Ziemlich ruhig geworden. Und wenn man sieht, dass George Lucas in Los Angeles für 1 Milliarde sein Museum da baut, warum nicht? Walt Disney hat schon das erste Hotel, Star Wars Hotel, eröffnet, Star Wars Zimmer. Man geht also wie in den Filmkulissen und wenn alles fertig ist, hat man eine riesen Star Wars, also ein riesen Grundstück, wo nur Star Wars, sogar der Falke, man kann im Falken, also schon für diejenigen, die es brauchen, ist es sehenswert. Leider in Los Angeles. Leider alles in Amerika. Und wenn man Glück hat, macht Walt Disney das vielleicht irgendwann mal auch in Europa. Aber da werden die sich erstmal in Anaheim sich das anschauen, wie das so läuft. Und dann ziehen die das vielleicht gnadenlos durch. Und dann bekommen auch wir es, wenn wir Glück haben. So, meine lieben Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr mich besuchen kommt. Ihr wisst ja, wo ich bin. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in 5 Monaten an einem Kino in Star Wars Manie uns treffen würden. Ja, wie gesagt, es ist sehr ruhig geworden. Ist klar, 40 Jahre Trubel, 40 Jahre Star Wars, das ist jetzt vorbei. Und jetzt ist richtig Ruhe bis 2019. Es kommt keine Convention, also keine offizielle. Es kommt, wie gesagt, 2019, wenn sie den Park eröffnen, wollen sie eine fette Convention machen, dann wird es halt richtig zur Sache gehen. Also wir haben jetzt ein ganzes Jahr, sag ich mal, Ruhe. Wir werden uns E8 anschauen, wir werden über E8 berichten, wir werden über E8 sprechen. Bis jetzt heißt es ja, dass E8 sowas ähnliches ist wie E5. Lassen wir uns überraschen. Kylo Ren verliert seinen Helm, aber sich neu machen lassen wird, weil wissen wir nicht, aber jedenfalls verliert er ihn und dann kämpft er und seine Narbe werden wir dann sehen, die dann halt mehr nach links gerutscht ist und so weiter. Also wir haben vieles gelesen, wir haben viele Sets besucht, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber wie gesagt, ist es ruhig. Die ganzen Skandale da auch. Na, hallo, grüße. Hallo, ich muss so viel machen. Hi, einfach ran. Wo denn? In der Mitte. Hm. Ja, genau der. So, bei Besuch mache ich mal aus und jetzt auch wieder 20 Kunden da. Und wieder, sind Sie Fan? Oh, warum haben Sie das? Und also, Star Wars ist hier irgendwie, keine Ahnung. Wir bieten ja DVD-Überspielung, Aufzeichnung an. Jetzt mache ich Forto Ventura, mache ich gerade fertig hier. Mehr sage ich nicht. Also, es ist ein Film über Forto Ventura und mache ich jetzt gerade fertig. Ja, wenn man 50 Jahre in dem Job ist, hat man ja vieles erlebt, vieles gesehen. Die eine sagte auch, oh, machen Sie das, natürlich machen wir das, oh, dann sehen Sie mich ja. Sag ich, seien Sie mir nicht böse, ich sehe so vieles, aber ich vergesse dann auch wieder. Na, also wenn wir Aufträge machen, ich habe jetzt viele Aufträge gehabt, ist ja Sommerzeit, ist ja Ferienzeit, es sind auch Geburtstage und dann holt man alte Sachen raus, so wie jetzt dieses alte Video hier aus Fuerto Ventura und die Leute haben da auch private Sachen drauf, richtig, auch die privaten Sachen werden kontrolliert, aber ich sehe sie nicht, also ich sehe, aber ich sehe sie nicht, ich registriere das nicht, ja, und das ist eben so. Und das Problem an der Geschichte ist, dass es kein Problem gibt, bin nur verwundert, dass Kinder fragen, Onkel, warum hast du so viele Püppchen? Ne? Bist du Star Wars Fan? Ich bin auch Star Wars Fan. Ja, wie gesagt, man wollte sowas, wie gesagt, verkaufen. Es lohnt sich aber nicht zu verkaufen, weil man ja bei Amazon das billiger kriegt. Ja? Hier den Stormtrooper, den ich vorhin da hatte, den kriegt man sicherlich irgendwann bei Amazon nachgeworfen. Also Amazon verdient pro alle sich 15 Sekunden 157 Euro. Unser eins, wenn er Glück hat, 5 Cent alle 15 Sekunden.
toller Unterschied, ne? Ja, ist aber so. So, meine lieben Freunde, ich finde es gut, dass ihr geschaut habt. Natürlich viele von euch schauen diese Videos und sagen dann, ey, kannst du nicht. Meine lieben Freunde, ich kann nicht einfach hier wildfremde Videos machen. Ich habe also im Studio reichlich Regisseure, Jungregisseure auch aus Bochum etc. gehabt. Ich habe auch Laiendarsteller, Komparsen, auch von Filmpool, genügend hier gehabt. Natürlich, die kommen auch zwischendurch hier und machen ihre Sachen. Und ab 3.8. haben wir hier sogar noch bessere Leitungen, noch bessere Sachen. Wir können hier noch bessere Sachen machen ab dem 3.8.2017. So ist es nicht. Aber, wie gesagt, man kann nicht ohne Bezahlung, aber es geht nicht, ja, also, tut mir leid, also, wenn Amazon 15 Sekunden 157 Euro verdient und unser Eins soll umsonst arbeiten, irgendwie verstehe ich das Ganze nicht. Ich soll also umsonst Filme machen. Ich hatte gerade noch einen Besuch gehabt da von Ledano, das ist ein Herrenausstatter am Limbecker Platz statt Essen, sage ich, ohne alles, das bringt ja wohl gar nichts. Und da fällt mir aber gerade ein, ich unterbreche mal, weil ich da so einen Spaß hatte gestern mit einer Gruppe, die ich euch jetzt mal eben vorstellen möchte. Und zwar die Gruppe Assassins. So sehen die aus. Die Gruppe Assassins. So Spaß-Rock-Band. Da fliegen einem das Gehör raus, die Augen werden blutig, so ungefähr. Ne? Der junge Mann kommt immer hier. Der junge Mann hier. Der junge Mann kommt hier und macht das fertig, kommt vom Theater, Theater Essen sogar, hat im Theater Essen gearbeitet und wie der Theaterintendant das dann gehört hat, war das so? Musik? Solche Musik? Dann ist doch keine Musik, Mann. Ne? Da hat er gesagt, das habe ich auch gar nie gesagt, dass wir Musik machen. Ne? Ich fand es toll, ich habe gesagt, das mache ich, mache daraus ein Video, ein Videoclip. Die Assassins, passt ja auch zu unseren Figuren Assassins. Und gucken wir mal. Ja, ja, ich merke da gerade, ich muss da aber eben nochmal unterbrechen. Denkt dran, das ist ein Sommerloch-Video, was ich hier zeige. Und ich werde dann auch diese Band mal vorführen. Die müssen ja noch raussuchen bei YouTube, was die überhaupt für Musik machen. Er sagt ja auch, das ist Hard-Musik. Boah, ne? So richtig Death-Metal. Ja, so richtig Death-Metal. Und wenn wir ehrlich sind, ey, hier sieht ja fast aus wie der russische, Rocker, ne? Er sieht aus so wie so ein Indianer, er hier so ein Rockstar und er, weiß ich jetzt nicht, was man da jetzt rein identifizieren könnte. Ne? Also wie gesagt, die Jungs sind, also es ist ein Spaß. Wir hatten ja auch mal die Schattentänzer, Themen aus dem Proberaum, haben wir ja eine tolle Geschichte gemacht. Und aber wie gesagt, heutzutage ist alles wirtschaftlich. Ich will keiner mehr aus Spaß Filme machen, so zur Unterhaltung, den Menschen zu unterhalten und so weiter. Nein, alles nur wirtschaftlich. Da sitzt man dann, was könnte das bringen, was bringt uns das, wie viel Gelder müssen wir ausgeben. Ja? Also wenn ich bedenke, wie viel Gelder ich jetzt hier für Star Wars ausgegeben habe, um damit Umsatz zu machen, damit zu sehen, Handel zu treiben. Ach komm, Freunde. Ey. Wünsche allen Zuschauern, wirklich allen, tolle Sommerzeit, auch wenn das Wetter kaputt ist und Wasser rauskommt und Blitze einen wach machen um 5 Uhr morgens, weil er irgendwo einschläft. So ist nun mal 2017, müssen wir durch. Und ja, wenn man so sieht hier, dass jetzt Andrea Jürgens verstorben ist mit 50, so eine Pop-Ikone. Und ja, das ist eben so. Gesundheit, Andrea Jürgens, wie gesagt, viel zu jung mit 50, ist klar. Aber ich habe insgesamt 68 schon verloren und so viele Stars und Sternchen, womit man selbst gearbeitet oder die man halt gern gesehen hat auf Leinwand, sind halt nicht mehr da. Ne? So. Und ist eben so. So, als YouTuber seit 1995 und als Internetbegeisterter seit 1995 und seit Star Wars 77 bzw. 72 so in der Sci-Fi-Branche unterwegs, Buck Rogers, 79 und Caprica und ach, wie der alles geheißen hat. Also ich mag Sci-Fi, ich mag auch den Fernsehsender Sci-Fi und mag also Science Fiction in aller Variation. Am Sonntag habe ich mir noch den ersten Film von Perry Rhodan angeschaut, gestern habe ich mir noch die Eispiraten angeschaut. Wie gesagt, dann die gesamte Serie noch von Buck Rogers angesehen, Flash Gordon und werde mir sicherlich auch noch andere uralte, ja,
das Schwarze Loch zum Beispiel von Walt Disney, dann Outlaw, Westworld und so weiter werde ich mir ansehen. Und ich meine, ist ja alles da. Ich meine, kenne ich ja, muss ich mir nicht ansehen, aber ich werde es mir trotzdem ansehen, weil ich so eine Nostalgiephase des Science Fictions machen werde. Und vielleicht suche ich auch die uralten Videobänder raus von Star Wars Krieg der Sterne, wo wirklich noch Krieg der Sterne drauf gestanden hat. Mal schauen. Wie gesagt, Fan innerlich schon von Science Fiction, nicht von Krieg der Sterne oder Star Wars, sondern komplett Fan von Science Fiction, Fan von Filmen, guten Filmen. Ich freue mich heute, Valerian, heute kommt Valerian. Mahlzeit, Hallöchen. Einfach ran. Thema Cosplay. Ja, Thema Cosplay gibt es auch. Weil ist momentan so ein Thema. Weil bei Cosplay wurden bei einigen Veranstaltungen einige Kostüme zensiert, die durften nicht. Und somit gab es ein Eklat, ein klein. Weil eine berühmte Cosplayerin dann gesagt hat, dass gewisse Cosplayer mittlerweile Huren sind, die sich anbieten, um damit Geld zu machen. Auf eine Art, die ganzen Cosplay-Vereine und so weiter, könnte man schon sagen, dass das nur noch ums Geld geht. Nicht mehr um die Kostüme und alles, und dass das schon eine Art Hurerei ist und anbieten, weil einige wirklich, wenn man die anspricht, wollen die Geld haben. Wenn man die einladen will, wollen die Geld haben. Also es geht wirklich nur noch ums Geld. Und Cosplay scheint so eine Art Hurerei zu werden. Momentan war da so eine Art Eklat, weil einige Messen, wie gesagt, die Leute mit ihren Kostümen nicht rein durften. Gut, zwischendurch gab es ja auch so ein Eklat, wegen Terrorismus durfte man mit den Waffen nicht rein. Es ist halt überall irgendwo die Zensur, die stattfindet. Es gibt natürlich auch, wie gesagt, Rotlichtmilieu, die dann sich in den Cosplay einschleichen, um ihre Frivolität da an den Mann zu bringen. Es ist halt so, es schleicht sich überall etwas ein, auch in der Cosplay-Szene. Wir haben ja hier, wie gesagt, mittlerweile muss ich schmunzeln, wenn hier Kostümträger oder wenn wir unsere Kostüme hier hinstellen. Ich freue mich schon drauf, wenn ich den Stormtrooper, der wird kommen, dann wird der Stormtrooper hier auch ausgestellt werden. Und dann schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Die Sache ist natürlich die, dass wenn das alles hier so steht, ich meine, so ein Stormtrooper wird ja dann sicherlich die Leute zum Schmunzeln, also das wird wohl klappen, so eine Stormtrooper-Geschichte, weil Stormtrooper mögen die Leute. Jetzt hier die drei Imperialisten da, Kylo, Revan und ein Ritter von Ren, da habe ich halt immer ein bisschen Ärger, weil wenn die Kunden dann um die Ecke gucken, was haben sie denn da, ne? Und so weiter. An sich hätte ich jetzt auch über den Helm sprechen können. Wisst ihr was? Das Sommerloch ist so stark. Ich spreche heute über den Helm. Ich komme sofort wieder.